Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Ich stelle euch heute den neuen Pellegrill vom Meister Barbecue vor. Schalten wir mal ein. Wenn der Strom anliegt und der Grill betriebsbereit ist, sehen wir hier diesen kleinen blauen Ring. Und dann können wir auch gleich loslegen, indem wir den einschalten. Und man sieht an dem kleinen blauen Ring, wenn der Grill über 60 Grad hat, dann wird dieser kleine Ring rot. Pellets sind leer. Da füllen wir doch erstmal welche nach. Man sieht beim Einschalten, es wird die Ist-Temperatur angezeigt. Und wenn ich jetzt das Firewheel drehe, kann ich eine Zieltemperatur einstellen. Das geht bis maximal 330 Grad. Nehmen wir jetzt zum Beispiel aber einfach mal klassischerweise 130 Grad. Jetzt blinkt das Display und springt wieder auf die Ist-Temperatur zurück. Um jetzt zu gucken, welche Temperatur ich haben möchte, einfach nur das Firewheel kurz bewegen. Man sieht, 130 Grad sind eingestellt. Jetzt haben wir hier noch weitere Tasten und zwei Anschlüsse für Sensoren, also für externe Fleischsensoren. Die funktionieren folgendermaßen. Sobald ich einen Sensor aktiviere, nehmen wir mal den ersten, taucht er im Display auf, unter Sensor 1. Der hat 20 Grad und wenn ich hier eine Zieltemperatur eingeben möchte, drückt man auf die Taste Sensor 1, die Anzeige blinkt und ich kann eine Zieltemperatur, nehmen wir jetzt mal klassischerweise Pulled Pork, wir haben 130 Grad für den Grill eingegeben und geben jetzt mal hier 92 Grad Zieltemperatur ein. Das Ganze wird durch Bestätigen des Firewheels, indem man kurz drauf drückt, wieder bestätigt und er geht wieder auf die Ist-Temperatur zurück. Als nächstes ist es so, jetzt könnte man noch einen zweiten Sensor reinstecken, dann taucht er hier auf und wenn die Zieltemperatur erreicht ist, dann geht der Grill in diesem Fall aus. Jetzt haben wir aber noch weitere Komfortfunktionen eingebaut und zwar die Taste Smoke. Drücke ich die Taste Smoke, fängt es an zu blinken und ich kann eine Zeit eingeben. Nehmen wir jetzt mal 20 Minuten, das wird durch das Firewheel wieder bestätigt. Was jetzt passiert ist, er fährt auf ca. 100 Grad, wo er smoked und dann fängt der Timer an zu laufen. Wenn das Ende des Timers erreicht ist, geht der Grill in dem Fall wieder auf die 130 Grad zurück oder hoch. Jetzt gibt es noch eine weitere Funktion, das ist die Warm-Taste. Wenn ich die jetzt auch noch drücke, kann ich eine Warmhaltetemperatur erfassen. Bleiben wir bei 75 Grad. Auch das wird wieder bestätigt. Man sieht hier, diese kleine Flamme taucht auf. Warm steht im Display. Was jetzt passiert ist, nach Erreichen der Zieltemperatur geht der Grill in den Keep Warm Modus. Das heißt, man braucht nachts nicht aufstehen, um seinen Pulled Pork rauszunehmen, sondern das Ganze läuft alles automatisch. Eine weitere Funktion ist der Timer. Den kann man klassischerweise nutzen, wenn man einen Kuchen backt im Grill oder andere Sachen, die halt zeitabhängig sind. Ja, und das Ausschalten des Grills, der ist jetzt noch nicht heiß, macht man aber trotzdem darüber, indem man hier 3 Sekunden auf den Hauptschalter drückt und das Ganze ausschaltet.